Liebe Zuschauer, die Nachricht vom Tode Roy Blacks hat Millionen von Fans und all seine Bekannten aus der Showbranche heute wie ein Schlag getroffen. Ich begrüße Sie zu unserer Sondersendung, mit der wir an den unvergesslichen Roy Black erinnern wollen. Bei uns im Studio sind heute Abend die Menschen, die ihm in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Tagen am nächsten standen. Dazu zählen sein Freund und Produzent Karl Spies, sein Schauspielerkollege Otto Retzer und Showmanager Wolfgang Kaminski. Doch zuerst wollen wir ein Jahr zurückblicken. Im November 1990 war Roy Black zu Gast bei Thomas Gottschalk. In diesem Gespräch bedauert Roy Black die Vorurteile der Presse ihm gegenüber. Der Mensch Roy Black bekundet seine Selbstzweifel und zeigt, wie sensibel er war. Aber der Star Roy Black wollte sich auch nicht, wie er selbst sagte, fertig machen lassen. Für ihn zählten am meisten seine Millionen Fans. Sie waren der Inhalt seines zu kurzen Lebens. Sie hat der Star für immer ins Herz geschlossen. Herzlich willkommen bei uns, Roy Black. Dankeschön. Herzlichen Dank. Falls die Gefahr bestanden hätte, ja, dass die Leute dich vergessen haben, sie haben dich nicht vergessen, jetzt wären sie wieder an dich erinnert worden. So oder so. Ich habe natürlich Zeitung gelesen vorher und es ist ganz eigenartig. Vorher haben dich einige aber sowas von in die Pfanne gehauen. Hier im Stern zum Beispiel. Oh ja, schön. Also ich fand, um es ehrlich zu sagen, du darfst es nicht sagen, ich bin der Meinung, es ist eine Sauerei zu schreiben. Gerhard Höllerich hat mit der Schizophrenie seines Daseins und mit dem Alkohol die Orientierung verloren. 3 Stunden haben wir zusammengesessen, Roy Black hat geredet, gebeichtet, ich habe mir das angehört, er ist fertig. Also ich meine, Schmarrn, erstens wirst du sie nicht gebeten haben, mit dir zu reden? Nein. Das ist ja immer ganz anders. Nein, diese Leute, die kommen auch an und haben ein fertiges Konzept. Du kannst denen erzählen, was du willst. Sie haben das schon im Kopf, was sie schreiben möchten. Nun ist es bei dir aber ja so, ich verstehe sie nicht, aber du bist ein Mensch mit deinen traurigen schwarzen Augen, dann guckst du mal... Blau. Ja. Siehst du, so gucke ich hin. Mit seinen traurigen blauen Augen, was ja noch schlimmer ist, und dann sagen sie, oh, schwere Depression. Ja. Dann gehst du mal ein bisschen langsamer und sagen, oh, das Herz meldet sich wieder. Du bist eigentlich ein Typ, der so fast einlädt. Und nun bist du auch einer, der, glaube ich, nicht wie ich, das alles so unheimlich fröhlich wegsteckt, sondern du zweifelst schon an dir. Ja, das ist mein Problem. Meine Haut ist für diesen Job fast nicht dick genug. Ja. Aber nun übst du diesen Beruf ja ewig lange aus, länger als ich. Und weiß ich nicht, wie doch, lange? Doch, als ich das Ganze in Weiß habe ich dir noch zugehört, da dachte ich einmal im Leben im Fernsehen, jetzt war ich schon zweimal im Leben im Fernsehen. Aber gut, nun hast du also diese eine Seite, nun lief das Ganze, nun ist das ein großer Erfolg und plötzlich bist du der Größte. Also die dich vorher geprügelt haben, kriechen dir jetzt hinten wieder rein. Ja. Also nicht, die meine ich jetzt nicht, aber hier, siehst du, Roy Black, Superstar, warum ihn die Frauen so lieben, das wissen wir ja alle. Aber wie ist es eigentlich, wenn man einerseits geprügelt wird, andererseits geliebt wird, sagt man, ich habe die Schnauze voll, ich lasse es ganz, du machst es schon viele Jahre. Ja, das Gefühl kommt, dass man sagt, ich schmeiße hin, also bei mir persönlich kommt das. Und dann kommt aber wieder diese furchtbare Wut, dass ich sage, ich werde mich von euch nicht fertig machen lassen. Ich mache weiter, denn die Leute draußen, die entscheiden sich nach den Gefühlen, die sie haben. Und sind Gott sei Dank nicht mehr von so ganz dreckigen Sachen wie das hier beeinflussbar. Sie machen sich ihr Bild von einem Menschen. Und deswegen, herzlichen Dank, Ihnen. Deswegen sollte jeder Mensch, es sollte eigentlich jeder aus unserer Branche die Chance kriegen, eine Talkshow zu machen, eine lange. Weil er nur dann, weil dann die Leute ihn richtig sehen, dann sagt er das auch, was er wirklich sagt. Und es wird ihm nicht das Wort im Mund umgedreht. Ja. Und es wird nicht die fertige Geschichte, die lag da schon. Die kam nur noch aus allen Gründen an, um zu sagen, ich habe mit ihm geredet. Ja. Das ist es. Wie ist es denn eigentlich, wenn man immer wieder gebeten wird, sein Herz auszuschütten? Das ist ja auch eine große Gefahr. Viele Leute reden mit dir und natürlich hat einer wie wir auch Sorgen. Aber wenn man davon anfängt zu erzählen, läuft man ja ins Messer. Also wie lebst du dein Leben, sagst du? Öffentlichkeit bis hierhin und im Privaten, aber das ist ja für dich auch nicht möglich. Ja. Ich bin insofern ein Idiot, dass ich immer wieder zu ehrlich bin auch, dass ich sage, ich habe Tiefpunkte, dass ich sage, es gibt Momente, wo ich Depressionen hatte und jedes Mal vergesse ich dann, dass sie dann draus machen,
er ist depressiv, morgen hängt er sich auf und so weiter. Nun wissen wir natürlich alle, der Wörthersee ist nicht das Leben und das, was in der Serie passiert, ist nicht das, was im Leben passiert. Das ist ein Teil von Fernsehen. Trotzdem, sage ich mal, der Wert von reinem Flachsinn, der wird ja nicht bestritten. Schlimm ist es ja, wenn man behauptet, das ist Oscar-reif. Man sagt ja einfach... Ja, nein, die Menschen sind doch auch nicht so, dass sie sich davon, dass sie sagen, das ist Wirklichkeit. Sie schauen sich bewusst für eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder für eineinhalb Stunden Film die Illusion an, dass es vielleicht so sein könnte. Ja. Aber nicht mit der Maßgabe, oh, bei mir ist es nicht so. Und so ist die Wirklichkeit. Man hält das Publikum für viel zu dumm. Sie durchschauen das. Das ist Unterhaltung. Es können Kinder zugucken. Es ist eine Marktlücke neben dem Thriller, dem Actionfilm und dem meiner Ansicht nach oft sehr pseudokritischen Lindenstraße und so weiter. Da dazwischen liegt das. Du hast ja eines nicht getan, auch wenn man es dir vorgeworfen hat. Du hast dich ja nie verleugnet. Du singst heute noch bei deinen Auftritten ganz in Weiß. Immer. Du tust nicht so, als wärst du auf einmal der geläuterte Rocker und Steppenwolf. Ja, das ist ja auch einer der Punkte, dass man mir hier nachsagt, ich würde nicht zu meinen Sachen stehen. Ich stehe voll zu meinen Sachen. Ich singe, wie du richtig sagst, was viele nicht mehr tun in all meinen Konzerten, meine großen Hits von früher, noch mit. Ja. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja auch überlegt, was du machst. Du hast eine neue LP gemacht. Da geht es um Zärtlichkeit. Die LP heißt Zeit für Zärtlichkeit. Ja. Also du versuchst ja auch gar nicht auszubrechen. Nein. Du sagst, okay, das bin ich, das kennen die Leute von mir, das glauben sie ja, mir. Ja, der Schmarrn ist ein bisschen anders. Es ist modern arrangiert, Instrumentierung, ist, das kennst du selber alles, wie schnelllebig der Schlager ist, wie er sich ändert, thematisch, textlich. Aber es ist nach wie vor mein Stil. Gut. Also, wir brauchen uns nicht die Einschaltquoten zuzuschieben. Ich meine, ich sag dir, lass sie nicht fertig machen. Nee, weil, wissen Sie, es ist das Problem. Wenn einer schon zum Leiden neigt, dann leidet er natürlich immer noch mehr. Und in dem Geschäft darf man es eigentlich nicht. Nein. Und warum eigentlich nicht, ne? Ja, schade. Gut. Ja. Aber wein dich bei uns aus und nicht woanders. Und wir halten es zu dir. So, jetzt kommt er zu Ihnen. Aber es ist natürlich etwas, wo auch wieder das Herz natürlich aufgeht. Es ist kein trauriges, aber ein zärtliches Lied. Warum glauben die alle, ich bin nicht für Zärtlichkeit fähig? Also gut, ich verschwinde jetzt, ich muss nämlich raus. Roy Beck nimmt sich für Sie ein kleines bisschen Zärtlichkeit und ich gehe. Aber ich kann auch zärtlich sein, man glaubt es nicht, Roy. Ja? Aber du weißt es auch nicht, siehst du? Aber ich weiß es. Aber ich erzähl's nicht weiter. Roy Beck. Manchmal nachts in meinem Arm geweint. Mitten in der Nacht bist du gegangen. Mitten in der Nacht kamst du zurück. Wieder fing ich an dich zu glauben. Es war nur ein Augenblick. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht so mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt. Irgendwann warst du dann wieder da. Wieder fiel der Morgen auf dein Haar. Schmetterling der Nacht tanzt deinen Reigen, auch wenn dir dabei ein Flügel bricht. Schmetterling der Nacht, du sollst nicht bleiben, nur mit Tränen im Gesicht. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das für immer bleibt.
Selbstverständlichkeit. Mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht zu mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit. Generationen Deutscher sind in den vergangenen 30 Jahren mit Roy Black aufgewachsen. Seine Schlager und Spielfilme haben allen glückliche Stunden beschert. Erinnern Sie sich jetzt noch einmal mit uns gemeinsam an seine großen Erfolge, die auch die großen Erfolge des deutschen Schlagers und Films gewesen sind. Ich denk an dich die ganze Zeit und all. Roy Black, für Millionen war er ein Idol, als Schauspieler und vor allem als Sänger. In Strasberg bei Augsburg wurde er als Gerhard Höllerich am 25. Januar 1943 geboren. Der Abiturient steckte seine Energie in den Gitarrenunterricht. Mit drei Schulfreunden begann er 1960 seine ersten Gehversuche im Showgeschäft. Noch war es Augsburg, wo das Quartett Roy Black and His Cannons 1963 Lokalmatadore waren. Mutter Elisabeth warnte den Bub vor der leichten Musik. Lern was Gescheites. Diese Singerei ist doch nichts für einen Mann. Mein erster Gedanke war beim ganz großen Erfolg am Anfang, war mein Gedanke, das kann nicht halten, das kann nichts, das ist unnormal. Doch das Unnormale wurde für Roy Black zur Normalität. Eine steile Karriere begann. Sein Durchbruch kam 1966 mit Du bist nicht allein. Ein Song, der ihm den Silbernen Löwen von Radio Luxemburg einbrachte. Der Silberne Löwe von Radio Luxemburg geht für geträumt an Roy Black. Herzlich willkommen, Roy Black. Noch ein ganzes Dutzend weiterer Löwen sollte folgen. 13 wurden es insgesamt. 10 Millionen Singles und 1,5 Millionen LPs von Roy Black wurden von einer riesigen Fangemeinde gekauft. 5 goldene Schallplatten erhielt Roy Black für seine Erfolge. Im Dezember 1977 gab er als erster westdeutscher Sänger mehrere Konzerte in der ehemaligen DDR. Auch hier eroberte Roy Black die Herzen der Fans im Sturm. Und wenn du mich so ansiehst wie jetzt, dann liebe ich dich ganz einfach. Höhepunkte seiner Popularität waren seine Kinofilme. Geschichten, die ans Herz gingen, die Freude und Heiterkeit für viele Millionen Zuschauer brachten. Roy Black und Uschi Glas waren das deutsche Traumpaar der 70er Jahre. Ich such nicht mehr vergebens, warum ich heut mein Herz verliere, warum, weil es dich liebt. Klaus hat doch gesagt, er will mit. Doch privat blieben Roy Black und Uschi Glas nur gute Freunde. Geküsst wurde nur vor der Kamera. Nach Drehschluss ging jeder seinen eigenen Weg. Dabei waren die Wege von Roy Black nicht immer leicht. Seine Ehe mit Fotomodell Silke Wagts wurde nach 11 Jahren 1984 geschieden. Die Trennung stürzte Roy Black in eine schwere Krise. Er lernte die Schattenseiten des Popgeschäfts kennen. Roy Black ist ein Markenartikel, eine Aktie, die fällt und steigt mit einem Hit oder mit einem Nicht-Hit, fällt sie. Und ich, Gerhard Höllerich, dieser Junge, der damals zur Schule ging, der die Eltern hat, der die Vererbung und diese Veranlagung hat, der ist ein ganz anderes Paket. Ralf Siegel, Talentschmied des deutschen Schlagergeschäftes, leitete 1976 Roy Blacks Comeback ein. Mit Sand in deinen Augen stieg Roy Black am deutschen Schlagerhimmel wieder auf. Er war wieder da und wie. RTL Plus holte Roy Black zurück vor die Kamera. Als smarter Chef vom Schlosshotel erreichte er als Lenny Berger sensationelle Einschaltquoten. Am österreichischen Wörthersee löste er lächelnd alle Probleme seiner Gäste. Gerade hatte er die zweite Staffel mit vielen neuen Folgen abgedreht. Während der Dreharbeiten brachte seine Lebensgefährtin Carmen Böning Töchterchen Natalie zur Welt. Roy Black hatte große Pläne für die Zukunft. Ich würde gern schreiben. Ich habe immer so einen heimlichen Drang zu Schriftsteller gehabt. Und ich schreibe sehr viel schon. Ich habe also Tagebücher. Es ist nichts, dass ich schreibe 10 Uhr Frühstück und so weiter, sondern richtig ein bisschen Reflexionen über Dinge, die einen beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwo sitze
in einem schönen Land, das mir gefällt, oder in einem sonnigen Land an einer Küste und schreibe. Du bist nicht allein. Doch daraus ist nichts mehr geworden. Roy Black litt seit seinem 6. Lebensjahr an einem Herzklappenfehler. 1986 ließ er sich operieren. Doch gestern setzte sein Herz für immer aus. Ich begrüße jetzt bei uns im Studio den Produzenten Karl Spies. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben nicht nur in den vergangenen 2 Jahren mit Roy Black die erfolgreiche Serie Ein Schloss am Wörthersee produziert. Sie waren es auch, der Roy Black Ende der 60er Jahre für das deutsche Kino entdeckt hat. Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit ihm? Ja, ich kann mich genau erinnern, es war hier in Köln. Roy Black machte gerade eine Schallplattenaufnahme mit dem Lied Das Mädchen Carina. Und da habe ich ihn nachher gefragt, ob er nicht Lust hätte, in einem Kinofilm mitzuwirken. Und er hat spontan zugesagt. Und 2 Monate später begannen Dreharbeiten zu Immer Ärger mit den Paukern mit Uschi Glas. Und dann haben wir mit Uschi und Roy 5 Filme gedreht. Ihr letzter Film mit Roy Black war ja Kinderarzt Dr. Fröhlich. Das war 1976. Wie sind Sie denn vor 2 Jahren nun auf die Idee gekommen, mit Roy Black als Hauptdarsteller eine deutsche Familienserie zu produzieren? Das passierte auch hier in Köln im Haus von RTL Plus. Wir haben gerade sich entschlossen, Dr. Thoma und ich, dass wir das Schloss am Wörthersee drehen wollen, die Serie, und suchten einen Hauptdarsteller. Und da lief zwar beim anderen Sender der Film Kinderarzt Dr. Fröhlich und hatte große Einschaltquoten. Und da hat Dr. Tom und ich spontan gesagt, das kann nur Roy Black spielen. Wann haben Sie Roy Black zum letzten Mal gesehen? Vorige Woche in Velden am Wörthersee. Und am Montag habe ich mit ihm telefoniert. Und er war so glücklich, dass die Serie abgedreht ist und hat sich so gefreut auf nächstes Jahr. Es war ein wunderbarer Mensch. War Roy Black denn in Ihren Augen auch der fröhliche, optimistische, zufriedene Mensch wie in seinen Rollen? Er war in der Arbeit und vielleicht war er hier und da melancholisch, aber er war jeden Drehtag, wir haben 110 Tage gedreht. Und davon hat er 90 Tage gearbeitet, jeden Tag fröhlich. Und ob das ein Beleuchter war oder seine Kollegen, er war ein wunderbarer Mensch und auch ein fröhlicher Mensch. Und er hat mir immer wieder gesagt, in den 20 Jahren, er wäre, wenn er Opernsänger gewesen wäre, hätte er nur eine Rolle gesungen, Lache Pajazzo. Roy Black ist in der Öffentlichkeit immer der fröhliche Junge von nebenan gewesen. Aber hinter dem Star Roy Black stand der Mensch Roy Black, der sich viele Gedanken über sein Leben und seine Zukunft gemacht hat. Ich werde in 1,5 Jahren werde ich 50. Das ist eigentlich eine ungeheure Zahl. Man wird damit, wenn man konfrontiert wird, nicht so leichtfertig. Ich habe noch Ziele, ich habe noch Träume. Arbeitsmäßig. Ich würde so gern das schreiben, was ich denken kann. Das möchte ich noch verwirklichen. Und Schreiben ist, macht unabhängig. Schreiben macht zum Beispiel den Menschen davon unabhängig, an einem Ort zu sein. Er kann sich befinden, wo er will. Er kann immer schreiben. So viele Erlebnisse sind gewesen in meinem Leben, die ich selbst noch nicht verdaut habe, obwohl ich noch am Wiederkäuen bin. Das heißt, ich komme manchmal vor wie eine Kuh, der plötzlich hochkommt. Mensch, das war ja auch noch. Das gab es ja auch noch, weil man plötzlich durch ein Bild, durch ein Wort wieder darauf gestoßen wird. Und das alles wieder unter einen Hut zu kriegen und das zusammen dann als ein Buch zu bringen, sagen wir mal, ein Buch über das Leben hinter der Kamera, das Leben nicht des Schauspielers und Sängers Roy Black, sondern das Leben des Menschen, Gerhard Höllerich, das wäre schon hochinteressant. Für mich selbst, ob es einen anderen interessiert, ist noch eine andere Frage. Ich habe alles ausprobiert im Leben, aus einer ungeheuren Neugierde heraus, wer der Mensch ist und was er, wie weit er gehen darf und was die Rache, die Reue dafür ist, was die Bezahlung für Dinge ist, die vom moralischen Leben in Anführungsstrichen abweicht. Und ich habe eins festgestellt, dass es das Leben fast wie eine Gerade ist. Was über mich schon gesagt wurde, ob wahr oder unwahr, das ist so ungeheuerlich, dass ich bin ich kann genauso gut nackert rumrennen, es ist wurscht, weil über mich weiß man alles. Das ist wie ein Dorf, die ganze deutschsprachige Welt ist das Dorf, in dem ich lebe. Jetzt sollen sie sich ein Bild machen. Und der Stern hat sich damit geholfen, dass er mich als Schizo bezeichnet. Die Ängste, die wir alle in uns haben, vom Bauarbeiter, vom Bergarbeiter bis zum sonst wem, das ist ein Tabuthema, das ist ganz, ganz komisch, ganz ehrlich. Ich persönlich habe eigentlich weniger Angst vor Gewalt oder Entführung. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es mir noch nie passiert ist. Aber ich habe Angst um die Kinder.
Ich habe jetzt zwei Kinder, einen 15-jährigen Sohn und ein ganz, ganz kleines Mädchen, erst ein paar Wochen alt. Und um diese Menschen habe ich Angst, dass sie in einer Welt, die so viel Gewalt hervorbringt, dass sie da vielleicht mal in den Zufall der Gewalt geraten. Das ist schlimm. Ich begrüße jetzt bei uns im Studio Otto Retzer, einen Freund und Kollegen von Roy Black. Niemand außer Ihnen hat in den letzten 6 Monaten so viel Zeit mit Roy Black verbracht. Wie sind die Dreharbeiten gelaufen aus Ihrer Sicht? Ja, wir waren die 6. Monate jetzt fast täglich zusammen, das ganze Team und ich mit Roy. Und nach den letzten Erfolgen der ersten Serie waren wir natürlich dieses Jahr mit wahnsinnig viel Freude im April wieder zusammengekommen und haben uns wirklich drauf gemacht. Und die ganzen 5 Monate hat es, ich kann nicht einen Tag mehr erinnern, wo es irgendeinen Zorres oder einen Wickel gegeben hätte. Wir waren immer gut drauf und wir haben uns so gefreut, dass das so reibungslos gegangen ist. Wir haben nicht einen Tag Verzögerung gehabt. Und wir haben jeden Tag eigentlich am Drehschluss gesagt, heute haben wir was Tolles gemacht. Und vor allem die letzten 3 oder 4 Tage, in denen wir 2 Tage in Verona waren, haben wir sehr viel gesprochen, weil wir im Hotel und überall zusammen waren und über das nächste Jahr und über die Zukunft und wie wir nächstes Jahr weiterdrehen werden. Und gerade in Verona war es so lebensmutig und war so gut drauf. Und wir haben ein Abschlussfoto gemacht, das habe ich heute gesehen, wo die Beleuchter ihm so auf den Händen tragen und dieses Lachen, dieses wahnsinnige Lachen von ihm und die Verabschiedung am letzten Tag vom Drehtag. Also es war wunderschön bis auf den heutigen Tag. Sie hatten also überhaupt nicht den Eindruck, dass etwas passiert wie heute? Naja, es ist, man hat den Eindruck nicht haben können. Er hat sich so wahnsinnig gefreut auf sein Kind. Er war so wahnsinnig glücklich mit dem Erfolg, den er jetzt gehabt hat, den er nicht immer gehabt hat. Ich kenne ihn ja seit 20 Jahren und ich war auch in den Tiefen, die er gehabt hat, relativ oft mit ihm zusammen. Und er war wirklich so stolz auch, dass es jetzt so gut läuft. Und in Verona haben wir in der Arena gedreht und da kamen so 500 deutsche Urlauber rein und haben ihn gefeiert wie einen Hero. Und er hat so von Herzen gelacht und hat gesagt, schau, jetzt habe ich keine Autogrammkarte mit, weil ich gedacht habe, da kennt mich niemand. Und sie haben ihm, es hat ihm so gut getan auch. Und am letzten Drehtag haben wir uns, um 15 Uhr war seine letzte Aufnahme und das war die letzte Aufnahme der Serie. Da haben wir uns zusammengefunden, haben noch einen Abschlusstrink genommen. Und seine letzten Worte zu uns waren, dass er gesagt hat, Otto, wenn du nächstes Jahr dasselbe Team zusammenstellst wie heuer, dann verzichte ich 10% von meiner Gage. Ist aufgestanden, hat uns jeden umarmt und, also ja. Wann war das? Das war am Montag. Er hat also mit Ihnen auch über seine Zukunft gesprochen und die sah doch recht optimistisch aus. Ja, es war eigentlich das erste Mal in diesen 2 Jahren jetzt, dass er sich interessiert hat, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und er hat sich interessiert, wer nächstes Jahr mitspielt. Er hat sich interessiert, wie seine Geschichte weitergeht, was er voriges Jahr gar nicht gehabt hat. Aber er war auch nach einer Vorführung, die wir jetzt vor der Woche gehabt haben, hat ihm das alles gefallen und er war so zufrieden, dass es jetzt ein bisschen mehr Action in der Serie gibt und so. Und das erste Mal, dass er sich interessiert hat, wie es weitergeht. Und wir hätten uns ja am Samstag in München getroffen, aber das ist vorbei. Viele prominente Schauspielerkollegen zeigten sich nach dem plötzlichen Tod von Roy Black heute schwer bestürzt. Roy sehr gut verstanden. Und habe ihn auch mit seinen, sage ich mal, Ängsten und Nöten sehr gut verstehen können. Und wir haben aus dem Grund eigentlich auch nie irgendwie Streit gehabt. Also es gab keine Auseinandersetzungen, sondern ich habe ihn ja, wirklich sehr, sehr gut leiden mögen. Und wir sind einfach gut ausgekommen. Vor einer Woche habe ich mit Roy am Tisch gesessen. Wir haben zusammen gelacht, Witze erzählt und gut, es war sehr schön. Er war sehr, sehr glücklich, sehr froh. Die Serie war ein Erfolg. Er hatte alles. Ein kleiner Baby und ich kann nicht verstehen. Es ist furchtbar. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit ihm zu arbeiten. Er war immer spontan, glücklich, voll bei der Arbeit dabei. Und ich glaube, er wird uns allen fehlen. Und es zeigt natürlich, dass dieser Beruf sehr viel abverlangt. Und er hat die Kerze leider an beiden Enden angebrannt und er wird uns sehr, sehr fehlen. Und ich hoffe, dass viele Menschen in diesem Beruf merken, dass sie eben doch mit der Kraft ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen. Roy hing wahnsinnig am Leben.
auch nach seiner schweren Herzoperation, hat eben viele kleinere Sünden aufgegeben, hat aber nie auf ein gutes Glas Wein verzichtet, aber war nie so exzessiv wie viele andere Künstler in seinem Lebenswandel. Und ich kann mir also seinen Tod überhaupt nicht erklären, weil er eben doch sehr viel von seiner alten Lebensweise zurückgenommen hat. Das verstehe ich einfach nicht, wie das passieren konnte. Das war das Besondere auch an Roy Black, dass die Leute, die oder sein Publikum, die zum Teil großen Teil genauso alt waren wie er, dass sie sich in ihm wiedererkannt haben. Sprich die Jugend, die sie vielleicht jetzt auch genauso wie er ein bisschen verloren haben, die haben in seinem Gesicht haben die immer noch sich selbst und auch als junge Menschen gesehen. Ich entsinne mich, dass Roy dann immer unheimlich locker war und dann immer ein ganz freier Mensch war, wenn er alleine mit jemand war. Das heißt also, wenn wir in Herdecke mal Fahrrad gefahren sind und keiner hat ihn erkannt, keiner hat gesagt, das ist Roy Black dort drüben am Fahrrad, dann war er richtig lustig, dann war er ausgelassen und dann konnte es auch schon mal passieren, das hat er auch gemacht, dann klaute die Ventile am Hinterreifen und man muss dann 2-3 Stunden erstmal sitzen und suchen und da hat er sich natürlich drüber kaputt gelacht. Das hat ihn gefreut. Das heißt, genau die gleichen Scherze, die man untereinander mal treibt. Roy war auch so ein Typ, der hatte den Schalk im Nacken gehabt und er war vor allen Dingen ein Kumpel und ein Freund. Er hat sehr gerne aufgenommen, Dinge, die man ihm empfohlen hat, zu spielen oder zu sagen oder zu sein. Und so gesehen habe ich eigentlich ein Bild von ihm, das mich umso trauriger stimmt, weil er jetzt wieder so eine Renaissance erlebt hat in dieser neuen Serie und die eigentlich sehr im Kommen war. Und das macht die Sache nicht tragischer, aber so endgültig, nicht wahr? Ich glaube, ich habe in dieser Serie Schloss am Wörthersee einen Freund gefunden. Und jetzt kann ich nur sagen, als alter Soldat, ich hatte einen Kamerad. Hart getroffen vom plötzlichen Tod ist auch sein Freund und Rechtsberater, der Münchner Peter Schmalisch. Der Mann, der Roy Black bei seinem Comeback in den letzten 10 Jahren immer beratend zur Seite stand. Er war ein ganz besonders menschlicher Mensch. Er war herzlich, temperamentvoll, mitreißend und ein Mensch mit sehr starken Gefühlen, kannte alle Höhen und Tiefen, die ein Mensch erfährt, hat auch oft mal gelitten unter der Belastung, die solche Leute auszuhalten haben, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber er war deshalb auch unglaublich sympathisch. Es war unmöglich, ihn nicht zu mögen. Nach einigen Schicksalsschlägen hatte Roy Black jetzt den zweiten Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Riesenerfolge in der Wörthersee-Serie, eine neue Schallplatte, eine Deutschlandtournee war für nächstes Jahr geplant. Hatte er sich nicht vielleicht übernommen? Eigentlich weniger. Er hat diese Arbeit jetzt am Wörthersee geliebt. Er hat sie sehr gern gemacht. Er war eigentlich richtig happy zum Schluss. Er hat mich früh noch angerufen. Er wollte nach Hause fahren, sich ausruhen. Es war gerade, er wollte gerade ein kleines Häuschen sich in der Nähe der Hütte kaufen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass er überlastet war durch die Arbeit. Roy Black hinterlässt eine Frau und eine gerade erst wenige Wochen alte Tochter. Die Familie wird doch wohl genügend abgesichert sein. Ja, die ist abgesichert und der hat sich da auch rechtzeitig immer darum gekümmert, dass es alles gut geregelt. Wolfgang Kaminski, vielen Dank, dass auch Sie heute Abend Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Sie haben 15 Jahre lang alle öffentlichen Auftritte von Roy Black organisiert. Erinnern Sie sich noch an das erste Treffen mit ihm? Ja, das erste Treffen war eigentlich, oder dass ich ihn gesehen habe, war mal in der Westfalenhalle in Dortmund, als er auf der Bühne stand und ich im Konzertsaal saß. Ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten könnte. Und ein paar Jahre später dann habe ich es gewagt, mich selbstständig zu machen, habe ein Künstlermanagement gegründet und habe ihn dann engagiert gehabt als zweiten der Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und endgültig zusammengekommen sind wir eigentlich dadurch, durch eine kleine lustige Geschichte. Wir hatten zu viel GEMA-Gebühren von ihm kassiert, genau 135 Mark. Und diese 135 Mark bekamen wir von der GEMA in Dortmund ein paar Wochen später zurückerstattet. Wir haben einen schönen Brief an ihn geschrieben und haben ihm einen Scheck darüber nach München runtergeschickt. Und später meinte er dann mal, wer 135 Mark überweist, der muss auch ehrlich sein, mit dem will ich zusammenarbeiten. Das hat etwas länger gedauert, natürlich die endgültige Zusammenarbeit, aber wir sind 15 Jahre lang zusammen gewesen. Das war schon ein echter Freundschaftsbeweis. Roy Black hat oft bedauert, dass er nur wenige Freunde hat. Sie waren einer
der wenigen Freunde. Was hat Ihnen diese Freundschaft bedeutet? Eigentlich sehr, sehr viel. Wissen Sie, wenn man, damals war ich eben auch diese 15 Jahre jünger, und wenn man dann mit jemandem wirklich zusammenarbeiten darf, der damals schon eigentlich eine Legende in der deutschen Branche gewesen ist, und ich habe diese Chance bekommen und habe eigentlich gemerkt, dass er nicht nur mit jemandem zusammengearbeitet hat, weil er einen brauchte, sondern viele private Dinge auch mit mir gemacht, mit meiner Familie gemacht. Wenn wir zusammen segeln waren oben auf der Ostsee oder andere Dinge, das waren eigentlich die schönsten Momente. Wir haben oft eine Tournee oben an der Nordsee und Ostsee veranstaltet, wegen dieser privaten Dinge, nicht wegen der Konzerte, nur ganz alleine. Die haben auch mal viel Spaß gemacht mit den Musikern, mit denen wir zusammengesessen haben. Wir haben Strandfäden gemacht. Das war das Lustigste und Schönste, was ich eigentlich in dem Beruf je erlebt habe. Das war die Vergangenheit. Welche Zukunftspläne hatte Roy Black? Viele Leute glauben, dass er beruflich sehr, sehr viele Zukunftspläne hatte. Otto Retz hat das vorhin gesagt, er wollte den Wörthersee sehr gerne im nächsten Jahr weitermachen, weil er sich in der Zwischenzeit an diese ganze Arbeitsform, an diese etwas andere Arbeitsform als Galas und Konzerte doch wieder sehr gewöhnt hatte und sich sehr damit angefreundet hatte. Aber was er noch viel mehr wollte, das war jetzt die Familie genießen. Das sind alles Worte, die eigentlich sehr, sehr komisch heute klingen und klingen fast kitschig wie ein Roman. Aber wenn da eine Familie wieder da ist, wonach er sich irrsinnig gesehnt hatte, und die ist auf einmal Wirklichkeit geworden. Vor wenigen Wochen im Grunde genommen. Und dieses drauf freuen und auf einmal abbrechen, das ist das, was keiner heute versteht. Roy Black hat insgesamt wohl 13 Löwen von Radio Luxemburg bekommen. Welche Bedeutung hatte diese Auszeichnung gerade jetzt in der Zeit seines Comebacks für ihn? Also die ersten Löwen, das hat er immer wieder gesagt, waren eine Form von Inflation. Die kamen, sagt er, vom Himmel geflogen, ohne dass ich viel dazu tun musste. Die waren einfach auf einmal da und ich wurde angerufen und sagte, dann kommt ein goldener, dann kommt ein silberner Löwe. Und das habe ich gar nicht damals begriffen. Und als die beiden letzten Löwen waren, 1986, der vielleicht für ihn wirklich wichtigste, den er, glaube ich, als einziger in Abwesenheit überreicht bekommen hat, weil er damals im Krankenhaus lag, und 1987 der letzte, der sagte, die hat er zum ersten Mal selber mitgenommen nach Hause. Die anderen hat er oft genommen und gesagt, stellt sie ins Büro und nehmt sie irgendwo mit. Aber diese Löwen, die hat er mitgenommen und die stehen auch heute noch bei ihm. Wir wollen jetzt in ein paar Ausschnitten die großen Schlagererfolge von Roy Black Revue passieren lassen. Schlager, die bei seinen unzähligen Auftritten die Menschen gerührt und mitgerissen haben. Dieser Löwe ist jetzt für den Roy ein ganz besonderer Löwe, das sollte man wohl sagen, ne? Ja, es ist nämlich der 13. Löwe und damit ist er der Löwenkönig. Er hat die allermeisten Löwen von Radio Luxemburg. Jawohl. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Frag nur dein Herz, ob ja, ob nein, bevor du sagst Adieu. Frag nur dein Herz, ob ja, ob nein, denn scheiden tut so weh. Ich denk an dich und wüsst so gern, wie's dir denn heute geht. Geträumt haben wir alles so geträumt, diesen Lichtschein am Horizont. Hatten wir nicht das Ziel, Atlantis zu sehen und den Mut, mit Atlantis umzugehen? Denn ich weiß, es kann Nacht sein in New York und in Japan geht die Sonne auf. Irgendwann, da stehst du im hellen Schein, das kann heute Nacht schon sein. Oh, du bist, scheint die Sonne das ganze Jahr. Auf deiner braunen Haut glänzen goldene Ketten und Silberspangen glitzern in deinem Haar. Und mich deckt irgendwann fremde Erde. Mona, Mona, es kann Liebe sein. Sicher ist es nicht die Nacht allein. Was wir
versäumen, wenn wir nur träumen. Mona, das kann Liebe sein. Wilde Kirschen blühen früh, denk noch heute oft an sie. Wünscht, ich wüsste, wo sie wär, doch ich finde sie nicht mehr. Nein, ich finde sie nicht mehr. Mitten ins Herz traf mich dein langes Schweigen. Mitten ins Herz, die Worte lass mich gehen. Mitten ins Herz, und dieser Schmerz geht nie vorbei. Mir bleibt nur zu sagen, du bist frei. Roy Black hat uns verlassen, aber wir werden ihn nie vergessen. RTL Plus strahlte am Samstagabend um 18.15 Uhr in einer Sondersendung seine größten Schlager aus. Und am Montagabend zeigen wir um 21.15 Uhr den Spielfilm »Wenn du bei mir bist« mit Roy Black und Lex Barker in den Hauptrollen. Wir verabschieden uns jetzt mit dem ersten großen Erfolg von Roy Black. »Du bist nicht allein«. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen